Robert, wir müssen reden. Mein Autoradio fehlt. Ach nee, da ist es. Und da ist auch Muttis Fahrrad. Mein Gott, Muttis Fahrrad ist auch wieder im Video. Dort ist ein Autoradio. Bevor ich irgendwas mache, wer einen Kenwood KMM BT302 sucht und haben möchte, er möge in die Artikelbeschreibung. Warum sage ich hier immer Artikelbeschreibung? Möge in den Kommentaren schreiben, ich möchte ein Kenwood KMM BT302 haben und sein Gebot dafür abgeben. Das beste Gebot gewinnt und das beste Gebot wird an einen gemeinnützigen Zweck meiner Wahl gespendet. Das wird mit Sicherheit nicht pro Chemnitz sein. Ich kann euch versichern, dass das nicht solche Honks werden wie pro Chemnitz. Ich habe keine Ahnung, vielleicht wird es die DKMS oder so. Das geht weg, wer das haben möchte. KMM BT302 soll sein Gebot abgeben. Und ja, Höchstbietender kriegt das dann, das Geld wird gespendet. Grund des Videos ist, dass ich auf die Platinen aus China warten muss. Der Chinamann ist, glaube ich, schon unterwegs, aber der muss halt ein paar Kilometer laufen. Der Chinese, der die Platinen hier immer persönlich vorbeibringt. Deswegen machen wir mal irgendwas Füllendes. Es füllt meinen Kanal und es füllt den Kanal, der jetzt da offen rumklafft. Hier seht ihr unten links wieder meine Vesa-Norm. Mikrofonhalterung, wie es üblich ist, hier mit professionellem Gerät wird gearbeitet. Und es ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir in einem anderen Auto sitzen als üblich, beziehungsweise als schon mal vorgekommen. Das liegt daran, dass das jetzt ein Franzose ist. Ein Franzose. Oh mon Dieu. Euch wird auffallen, hier sind jetzt zwei so Pfeile. Das sind keine Play-Buttons, die falsch rumstehen. Na gut, wenn man sie noch da. Ach nee, dann sind das natürlich Vorwärts-Buttons. Und wenn ich das so rummache, sind das Rückwärts-Buttons. Das ist ein Multifunktionslenkrad. Daher kommt das Wort. Wenn ihr einen Track vormachen wollt, einfach scharf nach rechts lenken und einmal auf die Hupe drücken. Und wenn ihr ihn nach links machen wollt, zurückwärts. Einfach scharf nach links lenken, egal wo, und auf die Hupe drücken. Das sind die Buttons hier. Ja, ein Franzose. Nous avons dans la voiture nouveau de quel baut, c'est une Citroën Jean-Pierre avec. Avec was denn? Avec ohne Radio? Obwohl ich glaube, das Ding ist fast mehr italienisch, als es französisch wäre. Was macht man denn italienisch? Ciao, siamo nella nuova macchina vettura della Kielbaut. Das wird anstrengend. Bleiben wir bei Deutsch. Füllvideo hier. Da, neues Radio rein. Was soll da für ein Radio rein? Marke könnt ihr ignorieren, da steht sowieso immer irgendwas anderes drauf. Da ich für dieses Video nicht bezahlt werde und auch das Radio nicht gespendet kriege, werde ich da jetzt auch gar nicht drauf eingehen, wo es her ist. Sucht einfach, weiß ich nicht, Doppeldien, Android-Tablet-Radio mit GPS und Rückfahrkamera oder sowas auf eBay. Und ihr werdet sowas in der Art hier finden. Sobald ich hierfür bezahlt werden würde, würde ich mir das überlegen. Jetzt mache ich erstmal nicht so viel Werbung. Ich möchte in diesem neuen Auto, eine Rückfahrkamera, das ist wichtig, und ich möchte haben, Navi, das kriegt man mittlerweile immer gut zusammen im Pack hier, ne? Von die Chinesen, die behaupten, dass sie Briten sind in dem Fall hier, aber wir wissen alle, dass es Chinesen sind. Es ist auf dem Kopf. So, wir gucken gerade mal. Man kann es feststellen. Keine Bange. Man kann es feststellen. Da sind, weiß ich gar nicht, ob man das sehen kann, jetzt mit dem ganzen Gegenlicht. Ah ja, da. Da, ich habe nur zwei Schrauben drin, damit ich es verstellen kann. Und dann kann man es mit anderen zwei Schrauben oder vielleicht auch nur einer, je nachdem wie die Löcher passen, fixieren. Ich kriege diese Radios übrigens auch mit, immer verstellbar halt, dass die rasten, aber die Rasten sollen wohl ausbrechen, beziehungsweise irgendwann mit der Zeit labberig werden. Und dann fällt das Display einfach immer nach unten. Oder ist halt schlabberig. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich eins mit Rasten genommen. Nicht mit Rasten, mit Schrauben genommen. In der Hoffnung, dass man es, machen kann. So, Radio da in Schacht. Wir sehen wieder. Es ist zu klein für das Loch. Dafür gibt es die Doppeldienblenden. Die Doppeldienblende, die liegt jetzt gerade bei mir oben. Und die Doppeldienblende ist gar keine Doppeldienblende, die ich drin hatte, weil es war das Radio drin. Deswegen ist es eine Zwei-Dienblende mit zwei Schächten. Die muss ich noch ein bisschen bearbeiten. Da kommen wir dann später zu. Das soll da jetzt mit der Zeit rein. So, Kabel sind alle dabei. Ich mache dieses Video eigentlich,
weil ich mich geärgert habe, dass es zu diesen Videos oder zu diesem Radio oder diesen Radios immer Unboxings gibt und halt irgendwelche Videos, wo Chinesen 2 Minuten drauf rumtippen mit komischer Hintergrundmusik. Zuhauf, aber keine wirklichen Tests beziehungsweise keine wirklichen Bediendinger. Deswegen mache ich das hier ganz kurz. Naja, das wird wieder nicht kurz werden, es wird ewig lang werden, glaube ich. Deswegen mache ich dieses Video, das will ich einbauen. Einbau, weiß ich nicht, werde ich kurz was zu sagen vielleicht, was irgendwie tricky ist, aber eigentlich sind die ISO-Kabel dabei, die man braucht. Vorausgesetzt, ihr habt im Auto ISO-Stecker, ist das kein Problem. Kabelbaum passt auch, Dauerplus scheint zu passen und Zündplus, weil wenn die vertauscht wären, ne, kennen wir ja alle, verliert ihr die Sender beim Schlüssel abziehen bzw. Auto verlassen. In dem Fall passen die auf jeden Fall. So, dann gibt es noch jede Menge mehr Strippen. Guckt euch einfach Unboxings an. Wir haben jede Menge Strippen, wie eine GPS-Antenne. Wir haben Eingänge für Rückfahrkamera etc. pp. Das alles, was man von so einem Radio kennt. Wie gesagt, diese Videos gibt's. Guckt euch die an. Schreibt einfach irgendwie Unboxing. Das Ding hier heißt TS109L, glaube ich, ist die Typenbezeichnung dafür. Suchen. Ich traue euch zu, Videos zu suchen. Ich kann nicht alles immer einzeln aufbereiten. Ihr müsst dann auch irgendwie Eigeninitiative schreiben, zeigen. Muss man einfach einem Menschen zutrauen können. Ich werde jetzt natürlich auch nicht verlinken, wo ich das Ding gekauft habe, denn wie gesagt, ich kriege nichts dafür. Ihr könnt es doch einfach bei eBay eingeben, bei Amazon eingeben, bei Alibaba eingeben, bei AliExpress eingeben. Ihr seid doch normale, funktionstüchtige Menschen, da kann man auch ein bisschen recherchieren. Nur so, weil manchmal drunter steht, so doof, Mann, du hast ja gar nicht verlinkt, wo die her sind und so. Mein Gott, ihr habt Finger, ihr habt ein Gehirn, ihr habt Google. Das wird klappen. So, genug gerantet. Hier, das soll da rein. Dafür muss ich aber auf der Ladefläche da hinten, da habe ich schon eine Kamera reingedrückt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Nee, kann man nicht sehen. Man kann aber eventuell sehen, dass da irgendwo ein Kabel raushängt. Das ist eine ganz normale Austauschrückkamera. Gibt einfach ein Citroën Jumper oder Fiat Ducato oder was der Peugeot Boxer Rückfahrkamera. Dann findet ihr was. Was ihr gegen das normale wirklich tauschen könnt, davon seht ihr jetzt ein Foto. Das alte wird noch rausgeschraubt, das neue wird reingeschraubt. Eventuell müsst ihr den Stecker ändern. Ich muss den Stecker ändern, damit die zusammenpassen. Alles aber kein Thema. Sowas sollte man hinkriegen. Ihr könnt es natürlich auch direkt zusammenlöten. So, ihr seht, dass da die Leitung für die Kamera liegt. Ich glaube, das sind noch 2 Pins mehr. Ich denke mal plus, minus die Kameraleitung. Und was muss da noch durch? Rückwärtsleitung wahrscheinlich. Ja, ne? Wenn ihr wissen wollt, oh, ich habe gezoomt, Entschuldigung. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr so eine Rückfahrkamera und so weiter anschließt, dafür gibt es auch Millionen Videos. Das brauche ich nicht extra noch wieder produzieren. Dieses Video soll sich beziehen auf, hier einmal Hallo, Hallo, neues Auto und einmal auf, nachher, wenn es soweit ist, wenn das Radio drin ist. Tappen wir ein bisschen drauf rum, gucken uns die Funktion an. Wir beschlagen gerade, weil ich unendlich schütze. Ihr seht, draußen ist die Sonne. Ich habe die Fenster oben, weil die Akustik dann besser ist. Ich schwitze. Und wir beschlagen. Jetzt bin ich wieder von dem abgekommen, was ich sagen wollte. Ziel des Videos ist aber eigentlich erst, wenn das Ding drin ist, wollen wir ein bisschen drauf rumtatschen. Und gucken, ob das was taugt. Denn dazu gibt es eigentlich keine Videos im Internet. So, ich melde mich dann. Bis dann. Kurzer Zwischenbericht. Es hat gestern länger gedauert und wenn ich schon gestern sage, wird es vermutlich heißen, dass das heute ist und gestern. Also es war gestern den ganzen Nachmittag. Ich habe soweit angeschlossen und meine Strippen gezogen von der Heckkamera und dann, die Heckkamera kommt übrigens hier irgendwo durch die Verkleidung und durch die Verkleidung. Dichtung war raus, dann läuft sie da irgendwo runter, dann geht sie da lang, dann geht sie unter die Unterverkleidung. Das liegt ja da noch alles, wird entsprechend weggebunden, wo ich sie nicht brauche und nicht sehen will. Im gleichen Atemzug, weswegen es zum größten Teil länger gedauert hat, habe ich mir gedacht, ich hatte glaube ich noch, kann man das jetzt hier sehen? Ich habe noch ein kleines Extra, das kann man überhaupt nicht sehen. Ne? Kann man das erahnen? Kann man auch überhaupt nicht erahnen. Kann man es so erahnen? Ah, da kann man es eventuell erahnen. Ich habe noch ein kleines Extra hinter, Schrägstrich unter dem Sitz verbaut. Deswegen hat es länger gedauert, wenn man denn die Leitungen alle schön verlegen will.
Denn die Leitungen vom Subwoofer sind jetzt irgendwo hier lang und dann ist das Panel rausgegangen und das Panel ist rausgegangen und hier noch eine Seitenverkleidung. Und hier, ich stehe übrigens mit den Füßen auf Batterie, was ganz schön ist. Wenn das nicht so wäre, hätte ich das dann doch nicht gemacht, aber hier musste ich nur in Anführungsstrichen mit dem Subwoofer-Stromkabel hier durch, da drunter. Und dann war ich da schon an der Batterie. Ja gut, die Leitungen zum Radio sind natürlich wieder eine andere Geschichte. Die laufen dann logischerweise hier hoch oder da drunter und dann treffen sie sich mit den Kameraleitungen irgendwo und dann gehen sie da hoch und dahinter. Ja, wenn man es denn irgendwie schön weghaben will, denn dahinter sind überall diese Kabelkanäle, sind es nicht, aber diese ganzen Kabelklammern, die sind ja vorhanden. Die habe ich dann auch genutzt und meinen eigenen Kabelbaum gemacht und reingelegt. Also jede Menge Strippen verbuddelt gestern und das Radio angeschlossen. Warum ich jetzt noch einen kurzen Zwischenbericht mache, ist, hier, Radioblende war ja nur die einpolige, was? Eindienig ist es auch nicht. Die Einzel ist das Wort, was ich suche. Einzeldienige Radioblende drin. Das dauert einen kleinen Moment. Weiß gar nicht, wie ich das gestern noch gezeigt hatte. Da war ja ein Steg und da war ein Steg. Steg rausgetrennt, dann bleibt sowas hier über. Sowas in der Art. Oh, da ist gerade noch ein bisschen Glas drauf. Vom Glas kommen wir gleich zu. Muss ich gleich wegputzen, egal. Das kommt da drauf. So in der Art. Ist das richtig rum? Ja, ich glaube, so rum kommt das da drauf. Das ist natürlich zu groß fürs Radio. Also holt man sich einen Blechrahmen bei Amazon. Kann sein, dass ich den benutze. Oder wenn man keinen Bock hat zu warten, war mein Plan, ich mache einfach den hier. Musste ich aus zwei Teilen drucken. Also ihr seht, es ist 3D-Druck, musste ich aus zwei Teilen drucken, weil es zu groß ist. Und da, weil das hier in der Mitte zusammenstößt, das hier sieht man nachher nicht, dieses 3D-Druck. Na gut, ist ja auch nicht so ganz so schlimm. Erstens sieht man es nicht und zweitens ist auch noch bei dem Zeug da eine extra Blende drauf, die man immer noch wieder darauf tun kann, wenn man es überhaupt nicht sieht. In zwei Teile aufgeteilt. Das heißt, hier einmal an der, Moment, das Ding war so, an der Y-Achse geschnitten. Dann ein bisschen aufgeflauscht und Löcher reingemacht von 3,5 mm hier in dem Teil. Dann kann man da wunderbar Kabelbinder reinziehen. Hier die Naht Sekundenkleber, Kabelbinder festziehen, aushärten lassen, fertig ist die Laube. Ne? Gleich ist da. So, ist da an der Stelle da natürlich nicht so ganz hübsch. Aber wen juckt es, ist ja die Verkleidung. Auch hier die Naht, die kann man, wer es nicht haben will, dass das nach Sekundenkleber aussieht. Oder Cyan-Acrylat für alle, die auf Fachtermini stehen. Ja, lässt es einfach weg. Würde mit Sicherheit auch mit den Kabelbindern einfach halten. Aber so ist es noch ein bisschen stabiler. Das Ganze kann ich dann hier, habt ihr ja schon gesehen, kann ich hier reindrücken. Hier habe ich meine entsprechenden Schrauben zum Festschrauben, wenn ich es denn festschrauben will. Ja, und das Ganze mache ich dann jetzt mal. Danach sehen wir uns wieder. Ihr werdet es kaum glauben, aber es ist noch einen Tag später als gestern. Hängt damit zusammen, dass die Postgabe kam, als ich die Aufnahme gestoppt habe und da ein recht wichtiges Teil für den Transit drin war, der jetzt weggehen soll. Damit ich den mit gutem Gewissen verkaufen kann, musste nämlich wieder das SCV, Suction Control Valve, wie heißt das auf Deutsch, Beimesseinheit oder so ähnlich, getauscht werden. Ist ja nicht so, als wenn ich das nicht schon gemacht hatte. Egal, jetzt nochmal, da ist natürlich wieder der halbe Tag für draufgegangen. Gut, nicht das Thema hier. Thema das, ich komme mal ein bisschen Zoom, Thema ist Android Head Unit, ja oder ja, in eurem Auto, beziehungsweise genau diese TS109L, ich glaube X-Trons verkauft die hier, gibt es aber mit Sicherheit von tausend verschiedenen Herstellern, tausend verschiedenen Namen draufdruckern, wie heißt denn das, OEM-Takern, ja, mit tausend verschiedenen Brandings halt. Das fangen wir direkt an, ist nicht der Standard-Launcher. Und für alle, die sich über ein scharfes S brüskieren, was ich irgendwo verstehen kann, weil es ist ja nicht SCH geschrieben. Standard-Launcher. Das ist aber einer, der mir sehr gut gefällt. Das ist auch der da drauf bleiben wird. Dazu zu sagen, Standard-Launcher ändern bei diesem Radio ist mit etwas Aufwand verbunden, beziehungsweise mit etwas Sucherei verbunden. Das haben sie nämlich versteckt. Wir gehen mal zum Spaß hier einfach in die Apps, kommen wir gleich zu, nicht hier in die normalen Google-Einstellungen, die man kennt hier.
Das sind also die normalen Android-Einstellungen, die man mit Sicherheit kennt. Normalerweise würde man jetzt bei Marshmallow und so weiter hier drüber gehen und sich Apps suchen. Da sind die Apps. Und dann würde man suchen hier das Zahnrad. Und dann würde hier irgendwo ein Menü aufploppen mit Home Launcher oder Standard Home Button oder irgendwie sowas. Der ist hier nicht vorhanden, komplett versteckt. Erste, was ich gedacht hatte, ich gehe einfach dann hier in die haben nämlich hier für das Gerät nochmal Einstellungen. Zu den einzelnen Apps kommen wir gleich. Ich will jetzt erstmal nur die Car-Settings oder wie die das hier genannt haben. Irgendwas hatten die da noch, wie haben sie das genannt? Einstellungen nicht, AUX nicht, da, Car-Settings. Das sind die Settings, die das Radio mit sich gibt und in diesen Settings ist auch ein Factory-Menü, ein Werkstattmenü, Voreinstellungsmenü, wie auch immer. 3368 ist dazu der PIN. Da können wir viel einstellen. Radarschalter, Führer der Wagenrücklaufspur. Ihr merkt, Deutschübersetzung hervorragend. Ich würde sie theoretisch komplett in Englisch lassen. Für mich ist das nicht das Problem, da hier manchmal andere Leute mitfahren, die nur Deutsch können. Oder die Englisch nicht so gut können wie ich. Mache ich es dann halt auf Deutsch. Gut, das sind die Abstriche, die man machen muss bei einer chinesischen Head Unit. Da muss man damit leben können. Kann man nichts dran ändern, könnte man was dran ändern, aber wenn man günstig kaufen will, dann sollte man damit leben können. Also, Führer der Wagenrücklaufspur sind einfach die Linien der Rückfahrkamera, die er dann einblendet oder ausblendet. Die habe ich angemacht, weil meine Rückfahrkamera keine Linien hat. So, Reverse Track Umkehrschalter wird wahrscheinlich einfach Kameraspiegelung sein. Habe ich nicht probiert, gehe ich von aus, dass das Kameraspiegelung ist, wenn ihr die irgendwie auf dem Kopf oder auf der Seite oder wie auch immer was habt. Antennenumschalter ist Power über Zündschloss, dass dann eine Leitung beplust wird. USB-Anomalie-Erkennungsschalter. Auch hier wieder gutes Deutsch. Heißt einfach, er erkennt, ob ein USB-Stick abgezogen wurde oder angesteckt wurde. Türschlossstörung, keine Ahnung. Ich vermute mal, dass das damit zusammenhängt, dass man über den CAN-Bus auch noch erfahren kann, wenn die Türen offen sind. Wenn man denn den CAN-Bus anschließt. Von abgeschriebenem Flash, dann kriegt ihr hier so ein Debug-Menü mehr oder weniger, welche Daten gerade geschrieben werden und welche nicht. Automatisch Start, Stopp. Gute Frage, keine Ahnung. Klimaschalter, Türschalter. Vermutlich besagte CAN-Bus-Geschichte. Kann ich euch nicht viel zu sagen, benutze ich nicht. DVR-Typ ist, wenn ihr einen Videorekorder bzw. eine Dashcam habt, die könnt ihr hier über USB oder den normalen Videoeingang auch noch anschließen. Könnt ihr dann auswählen, welchen Typ ihr gekauft habt, beziehungsweise da USB, DVR, externe DVR, beziehungsweise was ihr gerade habt, könnt ihr dann einstellen. Will ich jetzt aber nicht, spezifische Informationen interessiert nicht. Hier könnt ihr das Logo eingeben auch, das müsst ihr über das Factory-Menü dann machen, hier ein Automarken-Logo. Habe ich in meinem Fall dann natürlich Citroën genommen. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt, sind jede Menge drin. Lautstärke-Balance ist auch noch recht wichtig, weil am Anfang meine Navigation sehr leise im Vergleich zum Radio war. Deswegen habe ich hier jetzt meine also Lautstärke-Balance heißt die einzelnen Systemteile, wie laut die sind. Radio ist auf 7 von 10, AUX ist auf 7 von 10, jetzt TV und so weiter, alle auf 7 von 10. Mein Navi habe ich hochgeschoben auf 10, damit das lauter ist. Und mein Bluetooth-Phone habe ich auch hochgeschoben auf 10, damit das auch lauter ist. Der Rest auf 7, auf einem Pegel. Heißt also, wenn eine Navigationsanzeige oder Ansage kommt oder ich über das Telefon telefoniere, heißt es, dass ja, das einfach lauter ist als Radio, wenn Radio halt an ist. Bei mir läuft Radio eigentlich nie, aber gut, egal. So ist es jetzt. Lautstärke Balance, Modellauswahl. Modellauswahl, keine Ahnung. Null Ethernet, no Protokoll. Vereinbarungsbox 4. Kann ich euch nichts zu sagen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht diese Campus-Boxen sind, die man da anpackt. Die sind ja meistens direkt voreingestellt nach Auto. Kann sein, weiß ich nicht. USB-Protokoll könnte 2.0 oder 1.0 wählen. TV-Typ. Analog DVB-T, CMMB für Tuner, wenn ihr welche drin habt. Ich habe keinen Tuner drin, deswegen steht da jetzt auch 0. Videoausgabeeinstellung heißt in dem Fall 1024x600. Das heißt, ihr wisst auch schon die Auflösung von diesem Display. Man könnte sagen, wenig geringe Auflösung könnte man sagen. Ich sage Quad-Core 4x 1,2 GHz. Je höher die Auflösung, desto mehr wird das System natürlich in die Knie gezwungen.
Und was noch dazu kommt, ich brauche, wenn ich diese Schrift lesen will und Icons lesen will, muss ich nicht hingehen und die extra noch doppelt oder dreifach skalieren, was wieder Hardware ziehen würde. Denn je größer, nee, gar nicht, je kleiner die Auflösung, desto größer die Icons, ist klar. Und ich kann es besser lesen. In dem Fall also für mein Empfinden eine gute Sache, weil ich verschwende nicht Hardware. Und das ist gut. Man sollte natürlich jetzt nicht die Pixeldichte berechnen. Für alle Leute, die gerne die Pixeldichte berechnen, lasst es sein, kauft eine andere, es gibt 300 Euro mehr aus. Habt ihr mehr Auflösung. Ist vielleicht dann auch schneller die Unit. Display-Kalibrierung ist klar. Touch bla bla bla. MCU ist die Firmware, glaube ich. Touchscreen lernen, ja, kommt auch noch zu. Zuordnung der Panel-Tasten hier, ne? Welche was machen soll. Werde ich jetzt mit Sicherheit nicht reingehen, so verstehe ich mir den Mist nur. Hintergrundbeleuchtung, nicht ausprobiert, die kann ich ganz normal wie bei Android regeln. Oder ich habe auch im Launcher, kann ich gleich zeigen, einen Tasten dafür. Home Launcher Auswahl. So, das ist jetzt die Sache, die ist noch drin. Also hier könnt ihr theoretisch den Launcher auswählen, allerdings nur aus den drei voreingestellten UI 1, UI 2, nee, UI 3, UI 4, UI 5. Die könnt ihr theoretisch auswählen. Alles andere funktioniert erstmal ab Werk nicht, weil, wie ihr gerade gesehen habt, vor keine Ahnung wie vielen Minuten, dieses Menü mit dem Standard-Launcher ist nämlich gesperrt. Hier sind nur die, ja, die normalen mitgelieferten Launcher. So, jetzt haben wir noch Bluetooth-Mic-Typ und Bluetooth-Mic-hohe Empfindlichkeit. Bluetooth-Mic-Typ ist entweder hinten, also an der Head-Unit der Anschluss hinten, am Radio der Anschluss hinten. Oder vorne, das wäre dann das Mikrofon, da ich mir, mal wieder rauszoomen, da ich mir mein Mikrofon ja hier hingesetzt habe mit einem Strippelatur und hinten angeschlossen, ist natürlich mein Mikrofontyp hinten angewählt. So, das zu den Factory Settings. Das dazu. Hat mich natürlich alles nicht weitergebracht mit meinem Home Launcher. Als ich den installiert habe, war das Problem, oder wenn ihr den installiert, wird das Problem sein, dass dieser Launcher bei dieser Head-Unit, das geht bei anderen natürlich immer anders, bei dieser Unit nur als App läuft. Das heißt, wenn ich auf zurückgedrückt habe, bin ich wieder im normalen Launcher gelandet. Normalerweise kennt man es auch, dass wenn man einen Launcher installiert und dann auf Heim drückt, oder auf Heim drückt, hier auf Heim, dass er dann fragt, mit welcher Software er die Aktion ausführen soll oder ob er die Aktion immer mit dem gleichen Launcher dann danach ausführen soll. Macht dieses Gerät nicht. Also ihr habt theoretisch erstmal ab Werk nur die Auswahl zwischen den drei Launchern. Dann ist mir aber aufgefallen, dass Agama Car Launcher hat folgende Option versteckt hier irgendwo. Muss ich gerade mal gucken. Da. Systemeinstellungen, Startbildschirm. Car Launcher AG als Startbildschirm einstellen. Da sind wir auf einmal in dem Menü, was wir normalerweise kennen und gesucht haben, aber was versteckt war. Jetzt sind wir genau in diesem Menü, welches die vom X-Trons-Werk in Ping-Pong uns versteckt haben. Da können wir dann auswählen zwischen, das wird wahrscheinlich UI 1 sein, UI 2 und UI 3. Die heißen natürlich auch clevererweise Launcher 3, Launcher 3 und Launcher 3. Natürlich, wie auch sonst. Und Agama Car Launcher. Da können wir den einfach als Standard einstellen. Dann wird es auch übernommen. Dann wird es auch nicht vergessen. Dann ist es so, wie es jetzt ist. Also, wenn ihr einen anderen Launcher auf dieser Head-Unit installieren wollt, geht hin, holt euch Agama Car Launcher, geht auf Systemeinstellungen, Startbildschirm. Da könnt ihr dann den Launcher ändern. Habt ihr quasi dieses Versteckte ausgetrickst und kommt direkt dahin, wo ihr eigentlich hin wolltet, aber vom System normalerweise nicht gelassen werdet. Wenn ihr einen anderen Launcher haben wollt, was weiß ich, Nova, ist natürlich doof für Auto, ist klar, aber theoretisch ja möglich, Nova oder Car Launcher Pro oder irgendwie sowas, könnt ihr dann natürlich installieren, werdet ihr die gleiche Thematik haben, dass ihr nicht hier auf Home-Button klicken könnt. Seid dann einfach so clever, ladet ihr euch auch noch hier Agama Car Launcher runter, stellt die Einstellung hier ein, dann wird hier natürlich irgendwo aufploppen. Ihr wollt Nova Launcher oder ihr wollt Car Launcher X oder ihr wollt Car Launcher Pro oder keine Ahnung was. Dann nehmt ihr einfach den und habt das gleiche Prinzip. Könnt ihr euch aussuchen. Ist zwar ein Umweg, aber möglich. Kommen wir
zu den Funktionen dieses Radios. Womit wird es geliefert? Ergama habe ich installiert. AUX. AUX heißt in dem Fall mein AUX-Input. Ich habe hinten an der Unit, beziehungsweise hier, das werdet ihr nicht sehen können, unten im Handschuhfach die ganz normalen, was heißt die ganz normalen, ist ja nicht normal, dass das mitgeliefert wurde, drei Videoeingänge, beziehungsweise ein Video und zwei Ton, wie man es kennt, Cinch, Composite. Kann ich also über AUX angucken, kein Signal, weil nichts angeschlossen ist. Kann ich aber machen, wenn ich Sinn will. Das ist mein AUX-Eingang. Bedienerführung ist ein Handbuch, ist klar. Bluetooth ist einfach... ist Handy. Auch ein recht übersichtliches Menü. Handy koppeln, gar kein Problem. Ich habe ja jetzt schon ein, zwei Tage damit rumgefummelt. Noch kein Problem festgestellt. Ja, könnt ihr benutzen, wenn ihr es wollt. Funktioniert wunderbar. Mikrofon ist auch gut. Kann man nicht drüber meckern. Nichts dran auszusetzen. Brave ist, habe ich installiert, ist ein Browser. Brave ist ganz gut, weil er hat einen integrierten Adblocker und das ist recht flott. Im Gegensatz zu dem vorinstallierten Browser, der dabei ist. Aber immerhin ist einer installiert. Car Settings, kommen wir jetzt zu dem Menü, was die uns geben. Da bin ich jetzt gerade noch hier auf dem Factory, das will ich gar nicht. Das sind die offen zugänglichen Einstellungen dieses Autoradios. Mit irgendeiner Taste starten ist aus. Das heißt, ich kann nur mit dem Ein-Aus-Knopf starten. Wenn ihr die Head-Unit anmachen wollt, die Head-Unit, jetzt sage ich immer Head-Unit, wenn ihr das Radio anmachen wollt, mit irgendeinem dieser Soft-Buttons da an der Seite, dann macht einfach mit irgendeiner Taste starten an. Was noch sein muss, Zündung an muss natürlich sein. Parkbremse Sicherheit, das heißt, dass er nur Videos startet, beziehungsweise nur Internet zulässt und die ganzen Software-Geschichten, wenn die Handbremse angezogen ist. Da müsst ihr dann ein Signal von der Handbremse hochziehen. Auto-Navi heißt, glaube ich, ich habe es nicht ausprobiert, aber heißt, dass er die Navigationssoftware automatisch startet, wenn das Radio angeht. OSD-Zeit ist klar, On-Screen-Display, dass er die Uhr anzeigt. Spiegelansicht von Kamera hinten hatten, ist das gleiche, was wir gerade hatten. Je nachdem, wie eure Kamera verbaut ist, müsst ihr eventuell das Bild spiegeln, könnt ihr da auch problemlos. Stummmodus bei Wagenrücklauf. Heißt einfach, dass er das Radio stumm schaltet bei Rückwärtsgang einlegen. Hintergrundbeleuchtung, Kontrolle, ich habe noch keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ist bei mir aus. Kleine Lichtsteuerung, was weiß ich. Zeitsteuerung. Ach so, okay, das ist ja einfach, denke ich mal, nach Tageszeit die Helligkeit abdimmt. Da ich das einfach mit dem Lichtschalter gelöst habe, ist das dann off, das ist schon richtig. Schalter der Standardlautstärke. Ich glaube, es soll heißen, dass das hier der Mute-Button ist. Wenn ihr das nämlich einmal kurz tippt. Ihr hört es vielleicht ein bisschen. Jetzt rauscht es ein bisschen. Jetzt rauscht es nicht mehr. Kurzes Tippen auf Ein-Aus-Button ist Mute. GPS-Mix, GPS an, ist eigentlich immer clever. Laterne-Einstellungen. Laterne-Einstellungen sind die Knöpfe hier an der Seite. Sie sind bei mir jetzt rot eingestellt. Da, ihr seht's. Knöpfe sind rot eingestellt, deswegen da rot. Klar heißt in dem Fall nicht, dass die klar sind, sondern einfach clear, dass es der Standard eingestellt wird. Und bestätigen ist bestätigen. Wir können sie auch farblich durchrollen lassen, wer so einen fetzigen Effekt haben will. Wer es braucht, kann es machen. Was haben wir da noch? Einstellung der Tonbestrahler. Keine Ahnung, Standardlautstärke wahrscheinlich. Können wir noch ein bisschen lauter machen. Lautstärke-Reduzierung bei Wagenrücklauf. Wie viel Einheiten der beim Einlegen des Rückwärtsgangs die Lautstärke reduziert. Da ich oben aber schon gesagt hatte, Mute bzw. Stummschaltung bei Wagenrücklauf. Jetzt sage ich auch schon Wagenrücklauf. Bei Rückwärtsgang ist der natürlich komplett ohne Funktion. Standardvolumen beim Starten. Standardlautstärke, wenn das Radio an ist, ist klar. Einstellung der Lenkradsteuerung. So, hier kann ich theoretisch, wenn ich eine Lenkradfernbedienung habe, was ich nicht habe, oh, guten Tag, ping, ping. Wenn ich eine Lenkradfernbedienung habe, kann ich über den CAN-Bus, da hinten sind die CAN-Bus-Anschlüsse, lernen, welche Taste auf meiner Fernbedienung oder zuordnen, welche gedrückte Taste am Lenkrad welche Funktion haben soll. Ob das funktioniert, kann ich euch leider bei diesem Auto zumindest nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass es funktioniert, weil meistens funktioniert es. Ihr müsst halt den CAN-Bus anschließen. Und ihr müsst natürlich dann logischerweise ein Lenkrad haben, was über CAN-Bus
die Signale ausgibt und nicht irgendwelche Widerstand-Arrays. Navi-App kann ich hier einstellen. Ich habe Cygic runtergeladen. Cygic kostet im Moment, vermutlich auch noch, wenn das Video rauskommt, bis zum 30.09. kostet Cygic in der Europa-Edition ohne Traffic 10,99 € und in der Europa-Edition mit Traffic 13,99 €. In der Weltedition mit Traffic 19,99 €. Wer also eine Navi-Software sucht, Cygic, momentan im Angebot, Tipp der Redaktion. Kopie der Kartendaten könnt ihr eure Cygic-Karten nochmal auf irgendwie ein externes Laufwerk oder so kopieren. Ihr habt übrigens bei dem Radio, ich kann es jetzt gerade nicht zeigen, hinterm Display 2 Micro-SD-Slots und ihr habt hinten noch 3 USB-Anschlüsse. Die 3 USB-Anschlüsse sind eigentlich gedacht für ein USB-DVD, ein USB-DVR und ein USB-3G-Dongle. Ihr könnt über die USB-Anschlüsse aber auch Speichersticks anschließen. Theoretisch könnt ihr also 5 Speichermöglichkeiten anschließen, wenn ihr wollt. Praktisch habt ihr auf jeden Fall 2, die SD-Karten dahinter. Und ihr könnt es einfach erweitern über USB mit USB-DVB-T, glaube ich sogar auch, USB-DAB+, USB-Fahrtenrekorder, jede Menge. Die einzige Beschränkung ist dann einfach nur Android. Ihr müsst da irgendwelche Android-Schreiber für haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr auch einfach USB-Gamepads und USB-Maus-Tastatur anschließen könnt. Das dürfte alles nicht so das Problem sein. 3 USB, oh ja, gut. 3 USB, 2 SD. So, Position der Fahrertür ist klar. So. Das ist GPS-Empfang. Könnt ihr gucken, welche GLONASS-Satelliten und welche GPS-Satelliten ihr habt. Dann haben wir hier noch ein Menü, welches ganz wichtig ist. Tastaturton. An, aus. Wichtig, der macht euch nämlich wahnsinnig. Geht zuerst hier hin, sonst habt ihr nämlich immer... Achso, jetzt bin ich gerade auf Mute noch, ne? Ja. Das wird euch ordentlich auf den Sack gehen. Das erste, was ihr machen wollt, ist also Tastatur schon in den Car-Settings und diesen komischen 3 Schiebern da einstellen. Loudness habe ich immer an. Hebt ja einige Frequenzbereiche an. M-Schalter ist halt dieser Stromausgang für den Verstärker. In dem Fall habe ich ja einen aktiven Subwoofer. Sobald das Radio angeht, Strom an und ab auf den Subwoofer. Wenn ich ihn ausmache, ist der Subwoofer natürlich weg. Oder der Verstärker, wenn ihr den Verstärker anschaltet. So, Equalizer habt ihr noch. Subwoofer getrennt von niedrig, Mitte, hoch. Ganz normal habt ihr auch einige Voreinstellungen. Und hier habt ihr noch euer Fader-Menü. Ihr seht, hier ist normalerweise die Mitte. Da mein Subwoofer anscheinend recht potent ist, habe ich einfach den Fader ein bisschen nach vorne gelegt. Mein Subwoofer hängt aktiv oder an den aktiven Ausgängen für die hinteren Lautsprecher, die eh nicht vorhanden sind beim Jumper. Ja, hier könnt ihr dann verstellen den Punkt, den Balance- und Faderpunkt könnt ihr hier verstellen, wie ihr lustig seid. Funktioniert sehr gut. Hat auch wieder einige Voreinstellungen. Wunderbar, kann man echt nicht meckern. So, das zu den Car-Settings. Jetzt sagt mein Kamera-Akku, er ist gleich leer, also gehe ich mal laden. Und danach sehen wir weiter. Ihr habt gerade einen großen Nachteil von Android bzw. von Full-Touch-Head-Units mitgekriegt. Fingerabdrücke. Lässt sich nicht vermeiden. Ich habe leider keine Lenkradfernbedienung, also muss ich Touchy-Touchy machen und wer das nicht mag, kann drüber nachdenken. Es gibt auch welche mit Knöpfen, allerdings dann nicht so vorgesetzt und auch kleiner. Das ist tatsächlich eine Sache, die mir selbst nicht so unbedingt gefällt. Aber erstmal eine Lüftung raus, damit man mich verstehen kann. Diese Art von Radio gibt es leider halt nicht mit Knöppi. Also erstmal wieder Mute und hier waren wir irgendwo stehen geblieben. Nee, nicht da. Das ist ja Quatsch. Hier, da. Wo waren wir stehen geblieben? Car-Settings. Wir haben ein DAB-Plus-Programm, was funktioniert, wenn wir einen USB-DAB-Plus-Receiver angeschlossen haben. Aber ich habe keinen USB-DAB-Plus-Receiver, deswegen wird er sich jetzt wahrscheinlich connecting bis zum geht nicht mehr. Kann nicht funktionieren. Kein DAB-Plus-Tuner dran. Wenn einer dran wäre, ich habe gutes Gewissen, dass es funktionieren würde. DVD das gleiche, gehe ich gar nicht drauf. Wir haben Dateimanager von Werk installiert. Wir haben Easy Connection. Ich weiß gar nicht, ob das nur mit USB funktioniert. Wähle eine Verbindungsart. Oh, Android Wi-Fi. Verbinden Sie das USB-Kabel um die Apps. Habe ich jetzt nicht. Mache ich jetzt auch nicht.
Easy Connection ist quasi Mirrorlink, habt ihr, wenn ihr es haben wollt. Ich sehe recht wenig Sinn darin, weil meine Navi-Lösung ist ja jetzt auf dem Ding. Das wäre halt von Riesentorter, wenn ich hier mein Navi drauf hätte. Dann könnte ich es rüberspiegeln. Funktioniert aber mit Sicherheit auch, da habe ich keine Bedenken. Ich hatte schon Windows CE Unit 2 Mirrorlink oder Alternative funktioniert hat. Wer sein Handy rüberspiegeln will, also ich glaube, habt ihr ja gerade gesehen, iPhone mit Kabel. Diese Android-Geschichten anscheinend auch ohne Kabel, allerdings muss man es einmal für die App verbinden. Ich habe keinen Grund anzunehmen, dass das nicht funktioniert, ist also drauf. So, Fahrzeuginfos interessiert keinen, Fotos sind die ganz normalen Sachen, ähnlich wie Galerie hier, Google Plus Settings oder Google Settings allgemein. Kennt jeder, der Musikspieler, der ab Werk drauf ist. Ja. Sieht so aus, der passt zum... Oh. Der passt zum Standard-UI, zum Standard-Launcher von den Farben her, passt er dazu. Ich habe Wosa PowerAmp habe ich installiert. Die Tatsache, dass ich PowerAmp installiert habe, hat nicht damit zu tun, dass ich den schöner finde oder so. Das hat damit zu tun, dass PowerAmp hier unten diese Leiste unterstützt und ich hier dann einfach durchscrollen kann, beziehungsweise Play Pause, wie auch immer. Ja. Oh. Und so weiter und so fort. PowerAmp also installiert, weil er unterstützt hier die unterste Leiste vom Agama Launcher. So, weitere Apps. Was ist da noch so drauf gewesen, beziehungsweise was habe ich installiert? Play Music kennt man. Play Store, wichtig. Play Store ist ab Werk installiert. Ihr könnt ganz problemlos euch anmelden, eure Daten runterladen, beziehungsweise eure Apps runterladen. Funktioniert wunderbar. PowerAmp hatten wir gerade. Radio, ja, nichts Spannendes. Ne? Radio ist halt Radio. Oh ja, toll. Ton aus. So, könnt ihr ganz normal hier links, rechts blättern. Und wenn ihr ein bisschen länger drückt, ganz normal bis zum nächsten Sender suchen. Kennt man eigentlich alles von normalen Radios. Ist kein spannendes Zeug. Macht jedes Radio ähnlich. Empfang erstaunlich stark. Ich weiß nicht, ob das an der Antenne hier von dem Auto liegt oder ob es halt wirklich am Radio liegt. Ich hatte definitiv schon Radios mit deutlich schlechterem Empfang. Da will ich echt nicht meckern. Nochmals aber gesagt, das Radio läuft bei mir, wenn ich Sitznachbarn habe. Normalerweise fahre ich komplett ohne das Ding. Das ist eigentlich eher wirklich nur gedacht für Rückfahrkamera und für Navigation. Ich brauche keine Musik im Auto. Ich gehöre zu den Leuten, die keine Musik im Auto unbedingt brauchen. Wenn, dann mache ich mir halt irgendwelche komischen 90er-Tricks ein. Aber es ist eher selten. So, dann haben wir den Taschenrechner. Das ist gar nicht schlecht, um zwischendurch seinen Verbrauch auszurechnen. Wir haben die Lenkradsteuerung, die hatten wir, glaube ich, zwischendurch schon mal kurz gesehen. Da können wir die anlernen. Wenn wir den CAN-Bus angeknüpft haben, können wir die Tasten anlernen. Sidgic ist Navigation. Könnt ihr Navigationslösung nehmen, die ihr haben möchtet, die im Play Store runterladen oder was ich, wo ihr die bezieht. Und ja, ganz normal, ich mache es mal gerade im Hintergrund an. Sollte jetzt gleich losladen. Ja, da kommt sie. Während die lädt, mache ich einfach mal wieder einen Launcher und gehe in die Apps. Sidgic lädt also gerade. Was haben wir noch? TV. Was war TV? Achso, ja, klar. TV ist keine TV. Wenn ein TV-Modul eingebaut wäre, hätte ich da meine TV-Steuerung sicherlich. Ton wird mein Equalizer sein, gehe ich mal stark von aus. Ja, Ton ist mein Equalizer. Wer es haben möchte und braucht. Talk ist vorinstalliert, ich weiß gar nicht welche Version, wahrscheinlich eine uralte, könnt ihr einfach updaten im Play Store. Mit Talk könnt ihr euch, so, mal Talk an. Mit Talk könnt ihr euch, wenn ihr ein USB, nicht USB, wenn ihr ein Bluetooth OBD-Dongle habt im OBD-Stecker eures Fahrzeugs, könnt ihr euch mit Talk verbinden. Ja, könnt ihr euch mit dem Radio verbinden, Talk anschmeißen und dann könnt ihr halt Fehlercodes auslesen. Aktuelle Daten auslesen, was weiß ich, wer unbedingt seinen Raildruck kontrollieren will, kann da zugucken, wer seine Geschwindigkeit gucken will, kann da auch reingucken, wobei ihr meistens dann ja wahrscheinlich über GPS gehen werdet. Aktuelle Daten, Beschleunigungswerte, was weiß ich, Torque dafür, also für Fahrzeugdaten, aber auch schon vorinstalliert. Wer also nicht unbedingt ein Konto im Play Store eröffnen will, er hat Torque ab Werk dabei. Und das war es dann fast. Was haben wir? UCam Driving ist für Überwachungskamera, beziehungsweise wenn ihr einen Fahrtenrekorder... Oh, was ist da denn los? Hallo? Wenn ihr einen Fahrtenrekorder, beziehungsweise ein DVR... Wie heißt das denn? Dashcam. Wenn ihr eine USB-Dashcam installiert habt,
werdet ihr damit die Fahnen aufnehmen können und angucken können und so weiter und so fort. Videoplayer, ja, ist ein Videoplayer, wird aber wahrscheinlich kein Video drauf sein. Und Touch-Assistent ist für was da? Bei Verwendung der autobezogenen Anwendung verstecken. Abkommen mit Klimaanlage gibt es. Klimaanlage Funktion zeigt. Da war ich noch nie drin, da kann ich euch gar nichts zu sagen. Display-Taste, Boot. Bei Verwendung der... ach nee, doch, ich weiß, was es ist. Es ist so ein kleiner Overlay-Button, mit dem ihr irgendwelche Shortcuts dabei legen könnt. Nee. Braucht kein Arsch. Den hatte ich aber recht früh ausgeschaltet, weil er irgendwie nur... weil es nur irgendein oller Soft-Button ist, der komplett das Bild versperrt. So, ich glaube, wir sind soweit durch. Gamma Launcher habe ich installiert, weil er mir am besten gefällt. Ihr könnt da aber, wie gesagt, installieren, was ihr wollt. Am Gamma Launcher habe ich halt die großen Buttons schön gefunden. Hier unten die Musiksteuerung, dass sie recht klein ist. Denn viele Launcher haben die Hälfte vom Display für irgendwelche Musik dann weg. Und hier irgendwie nur noch so ganz klein die Buttons hingequetscht und hat mir alles nicht gefallen. Gamma Launcher fand ich schön. Hier ist theoretisch noch ein Shortcut-Button, den ihr umlegen könnt mit einer beliebigen App, die ihr haben wollt. Oder ich glaube, wenn ihr eine Datenverbindung die ganze Zeit habt, ihr könnt ja auch einen 3G- oder 4G-Stick anschließen. Könnt ihr da auch Google Now hinlegen für Sprachsuchen und solche Geschichten. Fassen wir also nochmal zusammen. Das Kürzeste, was wir sagen können, es ist ein Android-Radio, also jegliche Software und Treiber, die ihr für Android auftreiben könnt und natürlich auch Hardware, die ihr für Android auftreiben könnt und über USB anschließen könnt, wird vermutlich damit funktionieren. Stichwort DVR, Stichwort Fahrtenrekorder, Stichwort DVB-T, Stichwort DVD-USB-Geschichten, Stichwort 3G-Sticks, was ihr haben wollt, könnt ihr anschließen. Wir haben eine Rückfahrkamera, Rückfahrkamera angeschlossen. Rückfahrkamera rein. Rückfahrkamera. Die Linien könnt ihr also theoretisch ausblenden, wenn ihr sie nicht haben wollt. Bei mir, wie ihr seht, ja, kommt es sehr schön mit der Breite der Einfahrt hin, deswegen lasse ich die erstmal drin. Hier unten sehe ich auch noch genau meine Anhängerkupplung. Also eigentlich wunderschön das Ganze. Radio schaltet stumm, könnt ihr aber einstellen, ob das Radio stumm schaltet bei Rückwärtsgang einlegen oder nicht. Das ist also mein Rückwärtsgang, das funktioniert wunderbar. Was ich noch nicht getestet hatte, war, ob das, wenn das Radio aus ist, nö, und ich dann den Rückwärtsgang reinmache, so, wenn das Radio aus ist und ich mache den Rückwärtsgang rein, springt trotzdem hier das Display an und dann bleibt das Radio vermutlich aus, wenn ich es wieder... Hatte ich noch nicht getestet, ist aber eine sehr schöne Funktion, funktioniert also auch. Jetzt habe ich nicht lange genug. Länger. So. Wir waren bei den Features. Android, alles was ihr wollt, funktioniert vermutlich. Rückfahrkamera anschließbar. Externes Composite, halt Audio links, Audio rechts und Composite Broadcast Sync anschließbar. Wir haben dreimal USB über Strippe hinten. Wir haben Vorverstärkerausgänge für vorne rechts, hinten links, hinten rechts und für Subwoofer. Und für Center glaube ich auch noch theoretisch. GPS-Antenne mit einem recht guten Empfang anscheinend. Ich habe hier keine Probleme gehabt und der wurde sehr schnell immer gefunden hier. Wir haben Wi-Fi, wir haben, also WLAN. Wir haben in dem Fall hier auch noch Wetter über Wi-Fi und naja, das braucht ihr ja nicht angucken. Wer es braucht, kann es ja dann benutzen. Media Player funktioniert, ein vernünftiger Equalizer ist drin. Und das sollte der ganze Schnickschnack sein. So, wer jetzt entscheidet, ich möchte eine Android Head Unit haben, ein Android Radio, dem ist jetzt eventuell die Entscheidung leichter gefallen. Launcher, habe ich am Anfang gesagt, wie man den umstellt, ist ein bisschen tricky. Funktioniert jetzt aber wunderbar, denn der gefällt mir am besten. Hier könnt ihr übrigens auch die... Was jetzt orange ist, könnt ihr auch in einer anderen Farbe einstellen, wenn ihr es denn wollt. Hier Thema editieren. Wenn ihr das Ganze weiß haben wollt, könnt ihr es weiß stellen und so weiter und so fort. Nein, das sind ja die ganz normalen üblichen Einstellmöglichkeiten, die ihr bei so einem Gerät dann habt. Vorteil also unendlich viele Funktionen. Viel flexibler als ein normales Autoradio. Nachteil, ich will jetzt nicht sagen, anschließen ist schwer. Anschließen ist definitiv nicht schwer. Aber wer es wirklich schön anschließen will, ohne dass hier irgendwelche Kabel so rumflattern und klappern beim Fahren und so, muss sich natürlich entsprechend Vormittag oder Nachmittag oder beides am besten nehmen. Es dauert seine Zeit, so ein Ding halt anzuschließen. Ich hatte ja, wie gesagt, den Eindien... Ach, jetzt sieht man da übrigens auch noch einen SD-Slot. Auf der anderen Seite ist das gleiche. Ich habe bei mir dann den Einzeldien
Slot genommen. Oh, Froschi ist auch im Bild. Mein Gott, hier seht ihr auch alles im Auto. Einbau variiert natürlich aber auch von Auto zu Auto. In diesem Auto war viel Platz hinterm Radio, im Armaturenbrett natürlich, weil es halt Typ entsprechend recht viel Platz in diesem Auto gibt. Bei anderen Autos habt ihr natürlich irgendwann vielleicht Probleme mit der Kabelpeitsche, wo die unterbringt, oder den Kabelpeitschen, wo ihr unterbringt. Aber das sind Sachen, auf die kann ich nicht eingehen. Hier seht ihr übrigens auch, ich habe mich ja für das 10 Zoll Modell entschieden. Es ist wirklich halt recht breit. Ne? Hier, wenn ich meine Finger so mache, sind es ungefähr 25 cm. Das heißt, das Gerät ist ein bisschen mehr als 25 cm breit. Müsst ihr natürlich dann drauf achten. Meine Düsen sind aber schön frei bei dem Auto, weil es halt auch ein breites Auto ist. Ist logisch. Aber das sind ja alles persönliche Präferenzen. Ich habe das Gerät jetzt fünf Tage gebraucht. Es ist noch nicht einmal hängen geblieben, es ist noch nicht einmal abgestürzt. Es ist sicherlich nicht das schnellste Gerät, wenn man mehrere Apps auf hat. Ich habe jetzt wahrscheinlich wieder einige auf, oder? Habe ich einige auf, oder habe ich... Nö, ich habe gar nicht so viele auf. Ich habe Talk und Sijik. Achso, Sijik. Navigation auf. Oh, jetzt seht ihr wahrscheinlich, wo ich wohne. Jetzt werde ich Liebesbriefe kriegen. Funktioniert sehr gut, nicht abgestürzt, klang gut. Klang ist natürlich bei mir jetzt in dem Fall noch besser geworden, weil ich einen Subwoofer angeschlossen habe. Können wir eigentlich mal irgendwie... Ja, komm. Ich habe aber nur so eine olle billige MP3 jetzt. Ich glaube, für YouTube irrelevant bzw. nicht monetarisiert oder benutzbar müsste sein sowas hier. Und so weiter und so fort. Klang also wirklich gar nicht verkehrt. Ich weiß nicht, wie so ein Originalradio klingt, weil ich kein Originalradio drin hatte. Ich hatte eins von Kenwood drin, was wahrscheinlich auch nicht so verkehrt klingen wird. Es klingt definitiv nicht schlechter als das Kenwood, was auch daran mitliegen mag, dass Kenwood heute mit Sicherheit nicht mehr das Kenwood der 80er und 90er Jahre ist. Ist aber egal. Ich bin nicht sonderlich audiophil, aber mir fällt schon so einiges auf. Klanglich brauche ich euch da keine Gedanken machen. Angeblich hat es 4x45 Watt. Ich vermute, am Ende sind es dann 4x25 Sinuswatte oder so. Definitiv für dieses Auto nicht so wenig. Wenn ihr irgendwelche großen Innenräume habt, ist das wieder eine andere Geschichte dann wahrscheinlich. Ich habe hinter mir hier eine Trennwand und die Lautsprecher sind recht gut hier aufgeteilt. Reicht dicke. Wenn ihr mehr Leistung braucht, ihr habt wirklich genug Vorverstärkerausgänge. Ihr könnt anschließen, was ihr lustig seid. Ich hoffe, das hat also allen geholfen, die irgendwie drüber nachdenken, über ein Android-Radio. Da ich dieses Radio selbst bezahlt habe und dafür nicht geschmiert werde, werde ich natürlich keine Links reinhauen. Ich traue euch durchaus zu, ein bisschen zu googeln oder halt bei eBay mal Android-Radio einzugeben oder sowas in der Art. Fazit, viele Funktionen, Fazit, viele Eingänge, Fazit, viele Ausgänge. Oh, Ausgänge, Video-Ausgänge hat es auch noch zwei. Ich könnte noch zwei Composite-Video-Monitore für zum Beispiel hinter die Kopfstützen. Was bei mir keinen Sinn ergibt, aber wenn ihr Kinder habt, könnt ihr Video auch nach hinten schicken für Bespaßung und so. GPS keine Einwände, Bluetooth funktioniert ohne Probleme, Musikplayer ist ja komplett euch überlassen, welchen ihr benutzt. Der von Werk funktioniert, der funktioniert nur halt in diesem Launcher, nicht mit diesem Teil, also habe ich einen anderen installiert. Radioempfang gut. Radio hat auch RDS für Sender, die RDS ausstrahlen. Das ist hier im Bereich gar nicht so viel. Ich glaube, Antenne und so macht das NDR 2 auch, aber bei NDR 1 und so ist das schon wieder eine ganz andere Geschichte. Radio hat aber RDS. TMC hat es leider nicht. Internet, Browser, Play Store und somit so ziemlich alle Android-Apps stehen euch zur Verfügung. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Tschüss und Ahoi.